Was geht ab, Jigos? Willkommen auf meinem ersten YouTube-Video auf diesem Kanal. Vielleicht kennen mich schon einige, mein Name ist Yusuf, ich drehe Straßen-TVs in Mainz. Wir machen heute ein Foodtour in Mainz. Ich habe einige Videos gesehen, aber ich zeige euch jetzt wirklich als Mainzer die besten Spots. So Leute, wir sind hier schon beim ersten Spot, hier bei Asa Family. Ist eigentlich gar nicht mein Geschmack, aber ich habe mir gedacht, komm, ich gebe dem Ganzen auch mal eine Chance. Also an alle, die wirklich asiatische Mainz probieren wollen, hier ist der beste Laden, ohne Werbung, Kooperation und so. Wir kommen jetzt rein und ich zeige euch ein bisschen hier hinter der Theke. Als Gast haben wir heute den Muru, ihr kennt ihn bestimmt. Bei jedes Streetwise-Video ist er eigentlich dabei. Bruder, ich bin absolut bereit. Ich hat den Laden hier so gepusht und ich mag eigentlich nicht jetzt so eine Art von Essen. Aber er hat mich überzeugt, das mal auszuprobieren. Du musst auf jeden Fall immer eine Chance geben, Bruder. Nicht immer diese, ich esse. Gib einfach eine Chance und dann sag den ehrlich meinen. Probieren geht über studieren. Muru, Bruder, die Portion ist anders. Ich weiß, was sagst du, erster Eindruck, Bruder? Bruder, sag dir ehrlich, Walla, das sieht geisteskrank aus. Aber jetzt ohne viel reden, Walla, lass direkt probieren, ich hab dick Hunger, Walla. Dann gib dir erstmal dieses Hähnchen. Das ist doch irgendwie gesund, da ist wirklich Zwiebel, alles drin. Ist da Gemüse drin? Ja. Da ist doch viel Gemüse drin. Bäh. Okay, reicht, Bruder, bevor das Ganze ist, Bruder, was sagst du, ehrlich, ehrlich? Walla, stark. Ich hätte echt nicht gedacht, Bruder. Bombe, Walla. Warte mal, lass mal die Filme, mach mal mit Stäbchen, Bruder. Komm. Du bist hier doch asiatische Profi. Komm, mach mal mit Stäbchen. Filmst du die Technik? Oh, war da nicht schlecht. Oh. Cousin Hakan, extra aus Siegen hier gekommen. Eineinhalb Stunden, gell? Wie lange dauert das? Bruder, eineinhalb Stunden. Ich war hier schon öfters. Ich komme nur extra hier hin. Für mir, Asia-Family. Ich schwör, Bruder, das ist hier geisteskrank. Sag ich dir ehrlich, check das auf jeden Fall ab. Oh, Walla, richtig, richtig lecker. Wir haben, glaube ich, jetzt für einen Teller 11 Euro gezahlt. Preislich geht das auch voll in Ordnung. Man kann es auch zu zweit fetzen. Ich gebe alles so mit alles betrachtet eine 8,5 von 10, Bruder. Ich will jetzt das Niveau ein bisschen runterhalten. Was sagst du? Bruder, ich sag ganz einfach 10 von 10. Ich komme extra nach Mainz hier hin, Bruder. Walla, hier ist krass. Ich sag euch ehrlich, einfache Sache, Bruder. Ja, Bruder, das ist hier geisteskrank. Ich gebe den Ganzen eine 7,5 von 10. Also ich fand die Hähnchen und so alles Bombe. Nudeln waren auch gut, aber so Gemüse und so feiere ich nicht so. Deswegen bleibe ich bei einer 7,5 oder 7, keine Ahnung. Oder ich gebe ganz klar eine gute 7,5. Also war schon sehr lecker, aber so, weißt du. Ab geht's jetzt zum nächsten Laden, komm. Wir haben uns gerade deinen Teller zu dritt geteilt. Bruder, was sagst du von 100%, wie voll bist du gerade? Bruder, locker 20% so. Ja, sag 20, okay, jetzt fetzen wir erstmal einen Döner, jetzt zum Spot. Wir sind beim zweiten Spot angekommen. Wir essen erstmal jetzt einen Döner bei Tarz. Tarz Döner, vielleicht kennt ihr den bei Münsterplatz in Mainz. Der soll gut sein. Ich werde den auch jetzt zum ersten Mal probieren. Eine Empfehlung von Ahmed Can. Unser Abi, wie heißt du? Erkan Abi Mist, der macht uns jetzt einen Baba-Döner. Abi, hast du Cocktailsoße, alles drum und dran? Haben wir. Super, dann zeigen wir jetzt euren Döner. So haben wir unser Döner sehr schnell gemacht. Auf jeden Fall stark. Boah, gib durch, Bruder. Walla. Ich bin gespannt. Ich war jetzt vor einer Woche noch in Berlin, deswegen ich werde das Ganze ein bisschen streng jetzt bewerten. Ich beiß mal direkt rein. Bismillah. Die Soße ist extrem geil. Bruder, was bei einem Dönerfeier ist, das Krautsalat und Eisberg und Döner, alles zusammen, diese Geschmack kommt, weil es ein bisschen scharf. Nur ein bisschen Brot. Würde ich ein anderes Brot wählen? Erkan Abi, wenn du das Video siehst, Erkan Usta, schöne Grüße an dich. Ich gebe dem Ganzen, weil ich jetzt auch in Berlin und so gegessen habe, eine 8 von 10. Kann man immer machen, wenn man hier von Münster läuft, zeig mal, an die Mainzer. Was kostet der? 6 Euro, gell? Preislich auch top, wirklich. Ich gebe dem Döner eine satte 8,5 von 10. Fleisch ist Bombe, Salat und die Cocktailsoße behindert krass. Und was mir am meisten gefällt, endlich mal einen Dönerladen, wo auch diese scharfe Pulver auch wirklich scharf ist. Das ist das Beste, was es gibt. Ich wollte scharf, aber der hat mir diese andere scharf. Ich hab gesagt, bist du sicher? Bruder, ich sterbe gerade. Bruder, das ist hier geisteskrank. Zeig so 1 bis 10, Bruder, passiert. Na, 8 ist gut. Doch, Döner jetzt auch gegessen. Jetzt gehen wir Nudeln probieren bei Pizza Team. Davor will ich dich aber kurz fragen, was sagst du zum Döner? 1 bis 10, Bruder. Bruder, für mich ist es der beste Döner Mainz. Junge, der sagt beste Döner Mainz, Bruder. Es gibt Malakoff, es gibt Mai Döner, es gibt so viele Döner und du sagst, Tat ist wirklich die 1. Naja, diese scharfe Paste ist so lecker, Bruder. Ich gebe eine 9 von 10. Kommen wir auch direkt zum dritten Spot. Pizza-Team, wir essen jetzt Nudeln. Was für Nudeln, Muro? Leute, wir essen Jack Spezial. Ein Gericht aus Mainz. Kennt vielleicht die anderen, die nicht aus Mainz kommen. An die Mensa-Boobs.
Ihr wisst Bescheid, ihr müsst es wissen, was es ist. Auf jeden Fall seid gespannt, wir gehen schon mal rein. Wir dürfen jetzt in die Theke reingehen. Abi, wie heißt du erstmal? Ich bin Naif Mari. Ich bin Marco Bolo. Marco. Oh, locker. Ja, Bruder. Maschallah, machst du wirklich super. Was ist das jetzt, Abi, was du machst? Das ist Brötchen Käse, Abi. Ah, Pizzabrötchen. Du bist schon angebraten hier, bist du? Drauf. Was? So, Leute, hier haben wir unser Jack Spezial. Mainzer Spezialität. Aber heiß, boah, ich kann nicht heiß essen, Alter. Es ist Spinat und Brokkoli, gell? Spinat, Brokkoli, Sujuk, Hähnchen, alles. Aber ich verstehe nicht, warum es Jackie Spezial heißt, Bruder. Das muss man nochmal hinterfragen, eigentlich. Oh, Leute, das ist wirklich Lieblingspasta von mir. Hähnchen mit Sujuk. Bruder, das ist eine Kombination, was eigentlich so keiner fühlen würde. Wenn ihr so Trip, Mainz Trip macht, so ein, zwei Tage, vielleicht an die Wiesbadener, Frankfurter. Bruder, wir haben auch schöne Essen, weißt du? Ihr müsst halt nur die Position finden. Er hatte recht, wir haben auch Bombenessen. Ich kann nicht aufhören, Bruder. Jetzt der Hakan aus Siegen. Extra hier hingekommen. Wir probieren das Ganze. Ein Nicht-Mainzer, der das mal jetzt probiert. Ich bin auch auf seine Meinung gespannt. Gucken, was es drauf hat. Bruder, nimm was von Sujuk und boah. Hähnchen. Nimm einfach einen Nudel, Bruder. Stimmt, hast recht. Walla, wir müssen das Ganze probieren. Doch. Und das ist gut, das gefällt mir. So, Jungs, Pasta auch hinter uns. Ich gebe dem Ganzen eine brutale 9 von 10. Wirklich, Max, diese Pasta. Was sagst du? Bruder, ganz normal 8 von 10, sage ich dir ehrlich. Kann man machen, ja. Kann man machen, Bruder. Okay, und was sagst du, Muru? Bruder, Sujuk, Hähnchen, Nudeln, Soße, alles hat gestimmt. Für mich eine 9 von 10. Lecker, Schmecker. Preislich sind wir bei 10 Euro bei einem Teller. Geht fit, kann man machen für eine Person. Und jetzt geht's zum Tatlıcı. Der ist berühmt hier in Mainz. Wo gehen wir hin, Bruder? Bruder, ich hab gehört Antep Lolo. So. Antep Lolo, ab zum nächsten Spot. So, Jigos, letzter Spot, wir sind angekommen. Bruder, ich bin eigentlich so voll, aber ein Tatlı geht immer. Bruder, immer, Walla, jederzeit, sag ich dir ehrlich. Jetzt gib mir noch ein Knöpfe bei, Antep Lolo, Baklavaları. Bruder, sehr meşhur, also sehr beliebt hier in Mainz-Kastel. Deswegen, wir gehen rein und gönnen uns erstmal ein Knöpfe. Let's go, let's go. Wie heißt du, Abi? Ich bin der Recep, mein Freund. Recep, Abi, macht uns jetzt Baba-Knöpfe. Komm mal hier hin, Bruder. Das sieht schon mal richtig krass aus. Auf, Bruder. Zeig mal hier, Bruder, bitte. Şuyayı göster, Digga. Recep, Abi, ellerine sağlık. Afiyet olsun kardeşim benim. Wir setzen uns jetzt hin. Wir erwarten euch, Leute. Kommt alle vorbei. Unser Knöpfe ist da. Bruder, ich hab richtig Bock. Was sagst du, Bruder? Das sieht schon krass aus. Sieht lecker aus, auf jeden Fall. Sieht dann appetitlich aus, auf jeden Fall. Dann guck ich mal den Käse-Test, Bruder, ob das überhaupt hochkommt. Bruh. Ich kann das nicht. Bruder, ich cutte das raus. Okay, das ist ein Minus, sag ich dir ehrlich. Der Geschmack muss passen, Bruder. Wallah, das stimmt. Und in dem Fall passt es auch. Wallah. Kann mich nicht beschweren, Wallah. Also wirklich. Ehrlich, eine 10 von 10. Kann man sagen, sag ich dir. Ja, Walla, er ist stark, Bruder. Uff, allein diese Käse, Bruder. Brutal, der Beste in Mainz Umgebung, 100%. Okay, nach diesem Tatlı würde ich das Video gerne beenden, weil reicht, Bruder, ich bin wirklich tot. Ich gebe natürlich Antipp eine 9 von 10, hat mir gefallen, was gibst du? Für mich auch, eine klare 9 von 10, war Bombe. Ich gebe dem Ganzen eine 9 von 10 auch, ja genau. An alle Jigos, die wirklich bis jetzt noch gucken, vielen, vielen Dank. Supportet das Video, teilt überall. Alle teilen. Das ist das erste Video auf YouTube. Das muss platzen irgendwie. Und schreibt jetzt in den Kommentaren, welches Laden wir Mainz noch probieren sollen. Checkt unser Instagram ab. Mainz auch. Checkt die Jungs ab. Gib mal einen Namen, Bruder. Bruder, check mich einfach ab. Muru_23 auf TikTok, glaube ich, oder so. Komm! Hakan55, blende ein, Back. Du blendest ein. Ich blende ein. Natürlich war es nicht der Letzte, wir gehen auch nach Wiesbaden, alles drum und dran. Schreibt jetzt in die Kommentare, wo wir hingehen sollen, welcher Restaurant. Und das war's. Ich muss jetzt nach Siegen fahren. So, und kommentiert mal, wie fandet ihr eigentlich unser Foodtour? Und das ist gut, das gefällt mir. Alles drum und dran, Kameraperspektive, Mikrofon, alles drum und dran, alles drum und dran. Ist da Gemüse drin? Ja, Bruder, das ist hier geisteskrank. Ich bin Naif Mari. Ich sterbe gerade, Allah. Bruder, an die Mensa Boobs. Ihr wisst Blende ein. Schmecker. Mainz auch. Check die Jungs. Döner Mainz, ich geb. Junge! Walla, jederzeit, sag ich dir. Ab geht's.
Ich muss jetzt nach Siegen fahren. Ist da Gemüse drin? Teilt! Probieren geht über studieren. Alle teilt!